Nicht nur die Häuser, insbesondere auch das Wahrzeichen von Rathenow, unsere St. Marien-Andreas-Kirche, wurden stark zerstört. Sie fing Feuer und 1972 musste sogar das letzte noch halbwegs stehende Turmsegment beseitigt werden. Einsturzgefahr. Jahrzehntelang war die Kirche nur so zu sehen. Mit verstümmeltem Turm, nicht unbedingt ein Wahrzeichen für Rathenow. Und mit der Wende kam dann die Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Um die Jahre 2000 fing man dann an, die Kirche umzubauen. Sie hatte schon ein neues Dach bekommen. Und 2001 war es dann soweit, die Kirchturmspitze konnte montiert werden. Das war aber nicht so einfach. Ein Kran konnte nicht aufgebaut werden, weil der Untergrund durch alte, möglicherweise noch vorhandene Kellerräume nicht tragfähig war. Und so gab es nur eins, einen Hubschrauber. Den größten, den man kriegen konnte, gab es bei der Bundeswehr. Und so war im Jahr 2001 ein Trupp mit Hubschrauber aus Bückeburg in Rathenow. Veranschlagt waren 2 Tage, die Kirchturmspitze zu montieren. Das hat leider nicht gereicht. Witterungsunbilden, Wind und Regen, aber auch manch anderes Problem, wie zum Beispiel die Fangseile, die sich letztendlich im Gerüst an der Kirche verfangen haben, Stangen herausgerissen haben und einige Stangen sind sogar zu Boden gegangen. Gott sei Dank ohne nennenswerte Schäden. Waren natürlich Ursache dafür, dass ein dritter Tag eingeplant werden musste. Oftmals musste der Turm angeflogen werden, mit diversen Teilen unten hängend. Schwierig war es für den Piloten. Er saß vor der Last, konnte also nichts sehen, sodass für die Montage des letzten Stücks der Spitze ein Kran unweit der Kirche aufgestellt wurde, damit der Pilot einen Blickpunkt hatte. Vielleicht haben Sie auch das Gerücht gehört, dass der Hubschrauber in Afghanistan abgeschossen oder abgestürzt sei. Ich habe mich diesbezüglich erkundigt und bereits beim dritten Telefonat hatte ich den damaligen Einsatzleiter Oliver Strebel persönlich am Telefon. Wie so immer an einem Gerücht ist etwas Wahres dran, aber das ganze Gerücht ist grundsätzlich falsch. Das bisschen, das wahr ist, Herr Strebel selbst war in Afghanistan, aber der Besatzung geht's gut. 2 davon sind bereits im Ruhestand. Herr Strebel selbst, inzwischen Oberstleutnant, hat seinen Dienstsitz in Köln. Der Hubschrauber ist als technisches Gerät im Jahre 2013 außer Dienst gestellt und somit denke ich, ist das Gerücht ausreichend aus der Welt geschafft.